120 Monate haben sie noch. Na, ja, es ist ja bald. Ey, Mädchenkatzen, dann hast du es ja bald gesagt. Glückwunsch. Ja, danke, Mann. Wie lange musst du noch? Ich werde ewig hier sitzen. Ich weiß es nicht. Aber ich vermute mal noch mehr wie 120. Ja, sie müssen noch mehr als 120. Ja, da bin ich ja vorher draußen. Ich habe lebenslänglich, glaube ich. Nee, sie haben so lange, bis der Medic kommt. Ich will aber kein Medic. Ja, ist egal, ob sie einen Medic wollen oder nicht. Machen sie mal die Augen zu. Ja, gefällt's dir hier drin, oder was? Ja, dann ist dunkel. Spitze. Und jetzt ganz oft im Kreis drehen. Klar, Mietzenkatzen, du musst das mal so sehen. Der ist Alkoholiker, der kriegt hier kostenlosen Verpflegung. Ja, ist schön warm hier. Die Augen zulassen beim im Kreis drehen. Ja, ich hab vorhin einen Brownie bekommen, aber leider jetzt ohne extra. Jetzt aufmachen und gerade auslaufen. Oh, hingefallen. Bedauerlich. Ich hätte schon Angst, dass er irgendwann da aus Dingen trinkt, wo er nicht raus trinken sollte. Wer jetzt der Obdachlose? Ja, und nicht wundern, da in der Mitte ist verstopft so. Also das Klo. Ja, für Black nochmal. Sie haben genug eigene Probleme, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe genug eigene Probleme, ja. Ja. So sehen sie auch aus. Boah, Psychologen. Vielen lieben Dank. Sie haben ihren Mann gar nicht unter Kontrolle, kann das sein? Ich wollte gerade sagen, wenn man sich den Lebensgefährten ansieht, dann siehst du die Probleme doch. Der hat rote Haare. Ganz ehrlich, willst du ein Foto haben? Ja, das wäre eine Idee. Wenn sie schon ihren Kopf so hier durchstecken. Boah, das ist echt beängstigend. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Da fühlt man sich echt. Overkill, herzlich willkommen in der Lori Nation. Vielen lieben Dank für den Support, Overkill. Finde ich ganz toll und hab eine wunderschöne Zeit hier. Dankeschön für den Sub. Vielen lieben Dank. Und Gewalt, Dankeschön für ein halbes Jahr als Subscriber. Du hast einen neuen Badge für deinen Namen, den silbernen. Vielen, 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 vielen lieben Dank für den Resub. Dankeschön. Hallo Faustrecht, Hallöchen. Also wir dann irgendwelche Rachenpläne, wenn sie raus ist, oder erstmal entspannen? Letzten halben Stunde, dann hören sie auf, sich an den Eiern zu kratzen. Ich möchte nicht direkt wieder. Das ist schon eklig. Na? Subgold ist voll? Ah, der sah doch da drüben bescheuert. Machen wir den Softporno aus. Was für ein Softporno? Hast du gelitten, Amigo? Wird der da drüben gerade vergewaltigt? Ich höre das ja nur. Es macht Sport, Amigo. Was macht der da? Da kannst du dir mal ein paar Scheiben von abschneiden. Nee, dann schwitze ich den Schnaps zu schnell aus. Bewegung ist nicht gut. Black, ich geh mir kurz einen Kaffee holen, 2 Minuten. Bringen Sie mir Schnaps? Ja, ich möchte auch was. Was kann ich hier mitbringen? Ein Kaffee, ein Brownie und M&M's und so? Ja, klar. Ein Kaffee bekomme ich auch, bitte. Ich will auch was zum Laufen haben. Ja? Ich will mal was, was Spezielles. Sehr schön. Ich schnecke das jetzt eine Bedeutung? Wollen wir mal zusammen einen trinken gehen? Du hast aber einfach mal was anderes als sonst. Kann ich auch noch das hier geben. Ich bin an Englisch gegen Snickers. Da ist Twix. Jo, Twix ist geil, aber... Snickers. Dann geben Sie mir das zurück, dann esse ich das selber. Ja. Mit einem Obdachlosen trinken geht. Amiga. Dankeschön. Und dann ich wusste ja nicht, dass das. Ich weiß ja nicht, wer da drüben ist. Und du könntest voll auch der abgeranzte Typ sein. No, mir wird gerade ein Kaffee. Wie wir immer allen Snickers geben! Ich brauch Schnaps. Schnaps haben wir nicht. Das ist der neue. Der Gefängnisaufenthalt hat auch etwas Gutes. Einen neuen Gib Rekord. Gib dir 20 Dollar, wenn du mich in die Asservatenkammer führst. Wow, 20 Dollar. Was ich mir davon kaufen könnte. Snickers, dum dum dum. 100.000, wenn du mich in die Asservatenkammer führst. Das ist schon real, greifst du sich Gitter. Nein, ich muss eine gute Führung, dann komme ich früher raus. Ich sitze ja lang genug. Snick nochmal drauf, 700.000. Dass du dich so lieber wirst. Warum klappt das nicht? 700.000, du kannst da oben ein Fahrrad aus. Außerdem hat das nicht gemeint. Ist wirklich nicht gemeint. Come on, alles ist gut. Nein. Wenn ihr werden 480 Monate 20 Mal Lebenslänge. Ja. Ja. Warum bin ich hier? Weil sie ganz, ganz böse waren. Alter, wie ihr das Sub-Go gemacht beiden? Hat, ihr Verrückten. Nee, ich glaube nicht. Sag bloß nichts Falsches, das bin ich Pose gewesen. Wo ist das Pose, wenn ich illegale Gegenstände bei mir trage? Ja. Ich bin auch total unschuldig. Ich habe niemanden bedroht, Amigo.
Nur jetzt. Das weiß ich ja nicht. Aber er ist auf dem Highway gefahren mit so einem Tuk-Tuk. Vielen lieben Dank. Ja, dafür, danke schön. Dann läuft das hier nicht so über Personen, die du nicht kennst. Das stimmt gar nicht. Ich wusste nicht, dass sie echt sind und dann dauernd werde ich von irgendwelchen Polizeiautos angehalten und dann werde ich von irgendwelchen Gangs ausgelacht. Vielleicht sollten sie sich einfach meine Hose anziehen, eine richtige, dann hilft das schon. Hallo Pink, aber hier bin ich wenigstens sicher, ja, vor dem Vagus. Hier vermutet mich keiner. Den haben sie, das richtig. Leute, macht gerade gute Miene zum bösen Spiel. Naja, also, Parkcops sind ja auch echt cool drauf. Du kannst ja nicht so allen Scheiße sein. Wir sollten vielleicht mal zum Zahnarzt gehen. Also der eine, der mich hier nach oben aufs Dach gelassen hat, bloß in den Hinterhof. Warum sollte ich zu dem Scheiße sein? Also der war ja... Dass sie nicht ihre eigene Scheiße das ist ja... Das war das halt, ja keine Ahnung, der hat halt gemacht, was Julia ja gerne will und dann handelt man ihn nicht wie Scheiße, weil... Ne? Ja, ja nichts Böses. Und der andere, also es war jetzt ja Schlo, der hat ja dafür gesorgt, dass Logan die ganze Zeit da bleiben darf. Warum sollte ich auf einmal zu dem Scheiße sein? Da kriegst du ja Sachen, die du, ne? Der Mann ist auch ein Guter. Das hat man den Diebsten gesagt, nicht in den Höchsten. Da bist du ja nicht Scheiße, sondern du willst das ja, sonst wird er dir das entzogen. Und wenn Logan die ganze Zeit da bleiben darf, why not? Er hat gesagt, mein Mann ist voll schlampig, der macht nie den Abwasch. Und Fifi ist cool, Fifi ist cool, meine Lieben. Das haben wir ja gerade schon gemerkt. Ja. Wie viel hast du bekommen, Flash? Flash mit der Wahrnehmung habt ihr es ja 84 alle nicht, Monate. Ich hab echt nichts gemacht. Ja, das klingt total nach Oscar. Ich bin die Erste, die Höchststrafe bekommen hat. Yay, das war mein Ziel. Nicht. Ich wusste nicht mal was von der Höchststrafe. Ich dachte, das hätte schon längst jemand, aber anscheinend nicht. Ich bin die Erste. Bin gestern eingeschlafen, alles gut, Emosion. Dann hast du ja ein bisschen mitbekommen. Auch Small hat dafür gesagt, dass Long da sein darf. Ja, das war voll lieb. Das war echt nett. Moin. Moin. Weißt du, was jetzt geil wäre? Ihr habt hier wohl einen... Der in der Mitte. Sollen wir mal wieder mehr von Laurie und Rhea? Was sind 84 Monate? Ein Monat ist eine Minute. Also 84 Monate sind dann 84. Ne? Minuten. Aber du meinst wahrscheinlich 840. Das sind 840 Minuten, 8 Stunden ungefähr. Mir wurde fast $1,400 nur von Stütze bezahlt worden. Wow. Ja, ich weiß. Muss sie direkt kaputt hauen, wenn die reinkommen. Ich will nicht eingeschläfert werden. Muss du direkt kurz einen Prozess machen. Ja, Hauptkraft immer in die Vollen. Halbe Sachen macht sie ja nicht. Nee, echt so, ne? Fifi steht leider immer nur auf der kurzen Leitung. Ach, ich mag Fifi. Der macht gutes AP. Der macht auch gutes AP. Muss man sagen. Also er hat super krass gut mitgespielt. Ja, ich weiß. Das muss man ihm zugute halten, auf jeden Fall. Bei mir waren irgendwann um halb vier die Augen zugefallen. Wie lange ging es noch? Ich glaube, es um fünf oder so haben wir gemacht. War Clary schon mal im Knast? Nein. Clary ist eine ganz liebe, legal und so. Weißt du, ich wollte echt nichts machen. Ich wollte nur eben schnell. Du bist echt reich durch die Stütze. Wie viel Kohle habe ich durch die Stütze gemacht? Fließanteil ist schon in Ordnung. 1000? Ich habe Kohle auf dem Konto. Geil. Auch nur wie viel Größe hättest du zahlen müssen? 50.000? Dachte er. Gehen Sie weg. Nein. Die Stütze bezahlt ja deinen Führerschein. Echt? Ja. Das ist nicht schön. Also sie würden einen Mediziner schlagen. 1450, ja, Alter. Ich will nicht eingeschläfert werden. Er ist gut im Spiel, wie der gestern das fast ausrasten gespielt hat. Herrlich, mega gut, fand ich auch. Aber ich... Ganz ehrlich, ich durfte ja noch die letzten Worte sagen, ne, Flex? Ich fand meine weinerliche, okay. Es tut mir leid, Art auch ganz gut. Nee, einschläfern würde ich es auf jeden Fall nicht. Ich werde sowas nie wieder machen. Siehst du, das sagen sie jetzt. Ja, lass dir keinen Scheiß erzählen. Ich wäre fast zusammengebrochen vor Lachflash, das war so schlimm. Ich habe so den einen oder anderen unten gehen sehen. Ja, die Dame links, die sagt auch nichts mehr, die haben sie wahrscheinlich auch schon eingeschläfert. Selbstverständlich. Ich schläfer ja jeden Menschen ein, ne? Außerdem lebt sie ja noch. Sie hat doch gerade Jo gesagt. Ja, ich lebe noch. Glaub das so. Nicht. Noch. Ja, ich habe ja einen Twix. Das nicht. Ich möchte keine Behandlung. Ich habe einen Snickers. Okay. Gut, ja. Katzen, hast du deinen Kaffee und Brownie bekommen? Nee, Mann, aber einen Twix.
Der Kaffeetyp kam noch nicht. So, ja, ich würde die. Also, du nennst mich da eine Miezekatze. Was bist du eigentlich? Ein T-Shirt oder was? Er ist hässlich. Keine Ahnung, so sieht der aus. Ich würde sagen, der Herr ist nicht mehr tauglich in Deutschland. Pass mal auf, du dann in der Mitte. Ich bin dein Papa, wenn du weiter so redest. Okay, danke. Sie wollen auch nur weg, glaube ich, oder? Ach nö, sag mal so mit so einem. Naja. So einem K.O. Menschen hat man ja öfter zu tun, die ein bisschen geistig verwirrt sind. Und neben Mister Doktor, haben Sie vielleicht ein bisschen Reinigungsalkohol? Nee. Ich muss den Führerschein machen, weil sonst kriegt mein Auto nicht mehr. Sonst kriegt mein Porsche nicht mehr. Da kriegt meine Seele auch nicht mehr rein. Die Dame! Jo? Ich hab einmal Besuch für Sie und kommen Sie einmal zu mir ans Gitter. Wenn die anderen einmal kurz von mir wegtreten. Ihnen einen Cappuccino mitgebracht. Ja, korrekt, Mann. Der Erbse, wa? Besuch auch noch und so. So, Sie können ja, ist da jemand eifersüchtig oder was? Ja, ich hab ja niemanden besucht, nee. So, Herr Mediziner ist auch schon da. Ja, der Mediziner hat ihn als geistig nicht so weit fortgeschritten. Na du? Und kein ja, pass auf, die Stangen sind ein bisschen wackelig. Okay. Ich würde es auf jeden Fall durch die Sachen, was ihr mir gesagt habt, eben, und durch die Sachen, die er sich zu mir hier gegeben hat, ja, allein durch das Thema, er meint, dass ich ihn eigentlich vermitte wie ein Tier. Alter, ich dürfte sogar aufs Dach. Ja. Oh, was nicht schlecht. Und dann kam Heli angeflogen. Das habe ich ihm auch mehrmals gesagt, aber... ja, ja, den habe ich auch gesehen. Gucken, was hast du jetzt gemacht? Ja, das... ich war ja, da von weg. Oben und so. Ja, du hast kein Auto gekauft, oder? Wenn Sie noch einmal, während Sie hier sind, an den Eiern kratzen sollten, bleiben Sie im Gefängnis. Ich hab halt das. Ich will da davon absehen, können Sie jetzt gehen. Ihr Führerschein das allerdings bleibt bei mir. Kommst du einmal zu mir und überreiche mir den Führerschein? Deine Mitte ist besoffen. Echt? Ja. Ich will es nicht abgeben. Ja, dann ob Sie das wollen oder so? Nicht? Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder Sie bleiben hier drin mit Führerschein oder Sie können gehen ohne Führerschein. Ja, ich bin. Okay. Jetzt warm, ich hab mich so ein bisschen hingelegt. Okay. Okay. Ja, gut. Ich danke jetzt den anderen. Ja, was jetzt? Den anderen geht's gut. Ich hab denen natürlich davon erzählt, dass du jetzt hier ich bist. Ich hab keinen Schnaps. Also ja, gefragt haben, wo ich war. Wenn Sie abgeben, können Sie gehen. Wenn nicht, bleiben Sie hier. Ja, ja, wenn du gebraucht hast. Ich bin aber nicht böse oder so. Ich hab's Beschluss. Ja bald geschafft. Ich ja, brauch ja, dafür keinen richterlichen Beschluss. 120 Monate waren es. Klar, lass dir keinen Seiser. Ein paar Sekunden, Minuten oder so. Weißt du, wenn ich jetzt rausgehe, ne, dann krieg ich von hinten so eine Einschläferungsding. Ja, das schaffst du auch noch. Ja, wenn ich eine Störung habe, komme ich vielleicht früher raus. Ich schläfer sie noch immer nicht ein. Ja, ja, hast du irgendwas Böses gemacht? Sie werden nicht eingeschläfert. Nee, hier. Glaube ich, hätte ich nicht aufs Dach gehen dürfen. Der Arzt kann hier bleiben. Ja, okay, stimmt. Also hast du dich noch ein bisschen mit ihm unterhalten, ja? Ja, und von dem einen habe ich gerade einen Twix bekommen und jetzt hat er mir noch einen Cappuccino gekauft. Ich sehe mal jetzt Kopf zu. Okay. Na, ist Gen. Wie soll ich mich öfters zusammenreißen? Was sie kennen oder nicht kennen. Kopf zu, durch die Nase atmen. Ja, hast du Krishna schon erreicht? Ausweis oder hierbleiben? Entscheiden Sie sich. Also SMS ist halt raus, aber. Noch keine Antwort von ihm. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er heute noch auftaucht. So. Reichen Sie mir Ihren Führerschein durch die Gitterstäbe. Ich weiß doch. Ich weiß gar nicht, was die von mir wollen. Ihren Führerschein! Ich hab's Maul. Was schreit denn der so? Ja. Ja, weil er den Führerschein nicht hat. Wir gehen da jetzt mal kurz rein, fixieren den Herrn und nehmen ihm einfach. Ja, vielleicht hat er gar keinen Führerschein. Doch, ich habe keinen Führerschein. Sie haben mir eben Ihren Führerschein gezeigt, ich habe Ihnen den Führerschein wiedergegeben. Natürlich haben Sie den Führerschein. Sogar für ein Motorrad und für ein Auto. Die gehören jetzt beide mir. Amigo, hast du den hinten irgendwo weggeschmissen, dein Führerschein? Ja, vielleicht in der Kloschüssel oder was? Mister, au! Oh Gott. Ja, das tut weh. Ich nehme seine Papiere ab. So. Eieiei. Ja, das ist mit mir hier drin nicht passiert. Wir haben es ihnen vorher angedroht, wenn sie nochmal der Meinung sind, sich an den Eiern rumfummeln zu müssen. Dann können wir das auch einfach anders. Ich kann da nichts für, das ist eine Zwangsstörung, haben die gesagt. Eine Zwangsstörung? Sich an den Eiern zu setzen. Alter, haben wir Klasse nicht... A, soll ich ihm den auch dann gleich entziehen? Ja, alles klar. Ich bin auch mal jemand begegnet, der sich die ganze Zeit an den Eiern gekratzt hat, Mann. Echt? Vielleicht ist das der. Ja, das war richtig nervig, so, Mann. Dann können sie einmal aus der Zelle raustreten. Ich krieg meine Führerscheine wieder. In einer halben Stunde hab ich die. Glauben Sie mir. Da wurden alle ziemlich aggressiv auf der Meeting Point, ey. Aber ich hab da diese Probefahrt gemacht. Alter, das war da, wo die Probefahrt war. Erinnerst du dich nicht mehr? Da war Freddy. Und du und so. Ja, ich glaub schon. Alter. Bin mir gar nicht sicher. Ja, hast du keine Hosen an oder so?
Was geht dich das an? Bist du bei den Waagehausmann? So, ab nach oben. Bringt ihr mich zu meinem Erzog? Wäre auch nochmal ganz cool, wenn irgendwie jemand bei dem, beim Porsche das... Beim Porsche, was? Ja, wo ist mein Besuch? Ah, da. Huch! Na? Jo, Kuatz! Was ist los? Freut sich nicht, dich zu sehen, glaube ich. Kurz, wie war das Fliegen? Gut. Ja, musstest du den Jungs das beibringen, oder? Nee, ich hatte Prüfung. Und? Ja, hat alles geklappt. Bestanden? Ja. Ja, nicht schlecht, dann kann ich ja früher raus, oder? Also der Zusammenhang erschließt sich mir jetzt nicht. Ja, schau mal, du hast bestanden, bist glücklich so? Hast gute Laune, also lässt du mich früher raus. Hättest du nicht bestanden, hättest du schlechte Laune, dann würdest du mich länger drin lassen, weil du sagst, Alter, die geht mir voll auf den Sack und jetzt muss ich meinen Frust irgendwo rauslassen. Ist doch ganz logisch oder so. Oder? Nee. Bist du nicht gut gelaunt, Mann? Ob ich gut gelaunt bin? Ja. So wie immer. Bist du nie? Also, du bist immer gut gelaunt? Nein, ich bin so gelaunt wie immer. Bist du noch müde oder so? Bisschen. Hol dir mal einen Kaffee. Hab ich schon. Magst du mir einen mitbringen? Die haben eben schon einen Kaffee bekommen. Ja, man kann nie genug Kaffee kriegen. Wollen Sie jetzt noch einen Kaffee? Dankeschön. Ja. Gut. Ich glaube, ich sollte das lassen. Ich hätte mich jetzt hier nicht ernsthaft alleine gelassen mit dir, oder? Ja, oder? Noch Akku auf deinem Handy, was ich dir gestern zugesteckt habe? Nee, hier hast du einen dabei. Klar, bin doch nicht blöd. Danke, Mann. Dafür nicht. Den wollte ich dir eigentlich vorhin schon zustecken, aber... Da haben die Leute den ganzen Tag geschaut, oder was? Naja, war ein bisschen viel. Ich steck den dann später rein, so. Ja, ja. Sind die anderen Jungs nicht mehr da? Doch, die machen gerade... Warte. Yo, Tisha, bist du noch da, Mann? Was? Ja, da drüben ist ein Tisha drin. Ja, anscheinend nicht. Entweder das ist einer von den Aztekas oder ein Crip in der letzten Zelle. Ja, ich vermute Aztekas, Mann. Crip wäre... Die Aztekas haben doch so dunkelblau an. Jo. Nein, die Crips haben dunkelblau an. Jo, ja, egal, Mann. Die Aztekas haben hellblau an. Ja, da hat sich einiges geändert, Mann. War schon immer so. Jo. Am besten gehen Sie mal bitte einen Stock auf Seite. Oh nein. Also du hast jetzt nicht ernsthaft? Ich hol noch mal neuen Kopf. Das haben sie gut gemacht. Alter, das hat er mit Absicht gemacht. Glaube auch. Oder er läuft gerne. Das hat er echt mit Absicht gemacht. Das war die Rache für alles. Ja, kann natürlich sein, ne? Ja, das da drüben ist aber kein Crip, oder? Nee, ich glaube nicht. Ja, ich glaube auch nicht. Der war gestern auch schon da, Mann. Ja? Ja, haben wir heute zusammen da übernachtet. Okay. Weiß gar nicht, wie lange der musste. Scheiße, ich denke mal nicht so lang wie du. Nee, Mann. So, das füttert deinen Akt auf jeden Fall. Aber mal gucken, was heute Abend rauskommt. Ich hab ihm Kaffee mitgebracht. Jo, danke, Mann. Ja, als Rache. Jo, hast du fein gemacht, Mann. Hast du fein gemacht. Was? Einsatz? Oh, Herr Preston, wir haben Einsatz. Jo, kurz, Herr Kurz, Mann. Jo. Was? Ich habe eine Frage. Jetzt ganz schnell los. Jo, ich habe eine Frage. Hatte ich vorhin schon, aber beim Fliegen ging's nicht. Was? Herr Haber. Darf ich früher gehen so? Ja,
werden sie hier runtergelassen. Wer mich hier runtergelassen hat? Ja. Wie lange mussten sie denn noch? Ich stand hier schon vorhin mit dem Herrn Shepard. Ja, der Herr Offsmaul hat mich runtergelassen. Schon noch ein Stück aber so. Sie muss also vorhin waren es 120 Monate noch. Ja, und jetzt der Herr Kurz. Weniger. Ja, wenn der Herr Kurz aber gleich geht, dann müssen sie mitkommen. Geht er jetzt? Ja. Dann schicken sie doch jemand anders runter oder so. Ich bin ganz kurz gerade erst hier. Also eine Stunde müssen sie auf jeden Fall noch. Ja. Ich muss mal schauen, ob einer da ist. Ja, dann komme ich raus, oh, warte ich schon mal auf die Uhr. Ja, 17 Uhr? Vielleicht. Ja, ich hab was. Eigentlich wollte ich das selber essen. Ja, das ist keine Bestechung. Okay. Ich muss jetzt auch los. Ja, bis 17 Uhr. Besser dich jetzt hier? Scheinbar, aber die gucken gerade, ob jemand anders hier aufpasst. Achso. Ding ist nur, theoretisch könnten wir dich halt rausholen. Nee, Mann. Aber es macht keinen Sinn. Ja, genau. Erstens macht es keinen Sinn und zweitens. Bekomme ich mein Auto nicht mehr? Und beim nächsten Mal landest du im State oder so. Echt jetzt? Würde ich mir vorstellen. Wenn du Höchststrafe kriegst und dann da sowas passiert, würde ich mir vorstellen, dass du dann wirklich im State landest. Außerdem habe ich jetzt fast geschafft, so. Ja, genau. Scheiße, ey. Die Tür ist noch offen, weil ich Kopfschmerzen hatte. Die Tür ist zu. Die wurde abgeschlossen. Mach Sache. Ja, außerdem kriege ich doch das alles bezahlt, so. Ja. Hoffe ich. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ja, ich habe dir alles Mögliche geschrieben. Das müssen wir uns dann später nochmal anschauen. Kurz. Ich wollte mich ja jetzt nicht runterlassen, ne? Habe ich glaube ich vorhin schon erzählt, ne? Ja. Ja, was ich aber nicht verstehe, Mann. Ja. Wie lange musste Colin? Colin hat doch den gleichen Scheiß gemacht wie ich. Ja, 280 Monate oder so. Warum oder hat 200? Der nur 280 Monate? Oder also, 200, ich weiß es nicht. 200? Ja, irgendwie sowas. Aber ich glaube, so wie ich das verstanden habe... Oh nee, Quatsch. Keine Ahnung, ich glaube, er hat irgendwas mit 200 Monaten erzählt. Aber vielleicht hatte er ja noch einen Anwalt. Meintest du ja von auch. Ja, ich glaube, der hatte Krishna. Okay. So, der Herr. Ja, der Herr. Die Besuchszeit ist vorbei. Ich kann auch normal mit ihm sprechen, ich bin nicht schwer vom Begriff. Ja, ich rede auch ganz normal mit ihm. Okay. Ich gebe Ihnen jetzt noch 2 Minuten, dann können Sie sich noch kurz verabschieden und dann ist Besuchszeit erstmal vorbei. Dann können Sie die Dame nachher gerne zum Ende ihrer Haftzeit abholen. Jo, wann ist die? 17 Uhr, ne? Jo. 17.57 Uhr. Nee. Nach Mitte europäischer Zeit. Doch. Nee. Doch. Gute Führung, 17 Uhr. Da entscheide ich nicht. Das muss der Kollege entscheiden, wer sich hier unten reingesteckt hat. Da prüfe ich dann aber erst. Ja, ich bin um 17 Uhr hier. Jo, alles klar. Oh Mann, ey. Ist die ganze Zeit allein? Alter, was? Was ist da los? Ja, ich weiß. Die vertrauen dir. Ja, scheinbar. Ich meine, du hast so ein Rot an. Ja. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Oh Mann, ey. Naja, ich hole dich auf jeden Fall um 17 Uhr hier ab. Ich bin um 17 Uhr nochmal hier. Ja, wenn ich rauskomme. Ja, wenn du rauskommst. Dass ich noch ein bisschen dann bleiben muss. Ja, ich hoffe nicht. Vielleicht macht er kurz das Jahr. Ja, er verkürzt die Haftzeit. Alter, ich werde. Das wird jetzt für immer mein Fifi sein. Für immer, ja, sein Leben lang. Glaub schon. Da hat er sich auch, glaube ich, schon dran gewöhnt. Ja, ich glaube auch. Er macht auf jeden Fall, was ich sage. So ein bisschen. Ja. Ja, gut. Jetzt muss Fifi nur noch für mich aussagen. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Jo. Wenn du weiter so nett zu ihm bist, ja. Ja, oder? Er kriegt Aufmerksamkeit und so. Ich behandle ihn gut, er kriegt Leckerlis. Ja. Ja, genau. Na gut. Ich mach mich da mal aus dem Staub, ne? Ja. Ich bin auf jeden Fall um 17 Uhr wieder hier, oder? Ja, und nichts Dummes machen, Mann. Mhm. Was? Ja, nicht, dass du auf einmal neben mir dran bist. Ja, dann stehst du halt vor der Zelle und wartest auf mich. Ja, und wechseln uns immer abend, yo. Ja, das wär total toll. Ja, hätte ich jetzt extrem Bock heute drauf. Ich kann mir besseres vorstellen, Mann. Ja. Ja. Alles gut. Klar. Dann bis später. Jo. Hau rein, Mann. Gut.
Mann. Mann. Ich will dich richtig drücken, ey. Jo, später dann. Ja. Ja, hab schon verstanden. Mahlzeit. Ja. So, dann einmal die andere Zelle ist frei. Oh, die hier? Ja. Ja. Achso, die ist abgeschlossen. Ich nehme auch einen Schlüssel. So, jetzt ist sie abgeschlossen. Ich dachte gerade, da kommt Besuch. Dann einmal Quittung. Ja. So, ich male einen traurigen Smiley drauf. Muss nicht traurig sein. Unten links bitte, danke. Natürlich. Kugelschreiber bitte wieder an mich. Ja, davon habe ich noch genug. Dürfen Sie nicht haben im Gefängnis. Wolfi! So. Es gibt für alles ein erstes Mal, Herr Hauding. Ja, auch für Sie. Wunderschön hier drinne. Jo, du bist nicht allein, Mann. Könnte ein paar Poster gebrauchen, aber... Alter, ich frage jetzt nicht, was du gemacht hast, oder? Ach so, der Typ, der vor Ihnen da drin war, der hat sich sehr häufig an den Eiern gekratzt und ähnliches. Gucken Sie mal, passen Sie mal auf. Ja, das stimmt wirklich, das war richtig eklig, Mann. Ja, der Herr Hauding war vielleicht nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, natürlich. Oder wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich war da oben, weil die Musik mir so gefällt. Mhm. Oh shit, Mann. Ach, sie haben dort oben getanzt, aber das war nicht so. Ja! Hier, ne? Du weißt gar nicht, dass du tanzen kannst, Mann? Ja, das wussten wir wenige. Blake, kannst du mal eine kleine Runde spazieren gehen? Weiß nicht, ob ich das möchte. Nein, nicht so, dass ich den Taser, sondern. Besser? Nee. Ja, lass ihn einfach mehrmals laufen. Sieht gut aus, macht er Sport. Um Speedy funktioniert immer. Also, ja, okay, ich ignoriere das einfach, was ich sehe. Vielleicht die Brille putzen. Ja. Das ist interessant auf jeden Fall. Wenn Sie wollen, kann ich meine Brille auch aufsetzen. So. Ich mach mal ganz kurz hier bei der Frau... Wie ist ihr Name eigentlich? Einmal ganz kurz die Zelle auf, geh einmal ganz kurz bei der Dame auf Toilette und geh wieder raus. Ria ist mein Name. So, jetzt geh mal ein bisschen weiter raus, komm mal zu mir hier an die Wand. Danke. Ja, und dann mach noch ein paar Liegestützen so. Jetzt ist wieder in Ordnung, danke. Aber was hast du eigentlich für eine hässliche Brille? Die hab ich aus dem Malle-Urlaub mitgebracht. Nee, den hat er den Vargas geklaut. Du siehst aus wie der Hipster-Cop. Soll ich Ihnen noch meine Undercover-Mütze zeigen? Ja, bitte. Hallo, ich bin 12 und gehe gerne zu Football spielen. Alter. Ich glaube, ich spiele gleich eine Runde CB-Resel-Gym. Ja, was ist dein Rekord, Wolfi, Mann? Keine Ahnung. Ich habe hier, im Knast 1200 geschafft. 1200? Was will der? Verhandeln? Was? Verhandeln? Ja, was? 04 hört sie, kommen sie. Ist es dem sein Scheiß verkackter Ernst? Kommen sie. Wir fahren das an. Wir sind Gamer. Alter Wolfi, wie lange bist du da drin? 10 Monate. Jo, das geht ja. Noch der Herr Audi. Dann bist du noch drin, ne? 6 Monaten rauslassen können. Jo, bist so. So 100 Monate noch oder so? 120? Was? Was zur Hölle hast du getan? Ja, eigentlich bin ich 480 Monate hier. Was zur Hölle? Jo, ich hab schon fast alles rum, ey. Wusstest du nicht, Mann? Nein. Hast du eine Atombombe in der Stadt gezündet? Jo, fast. Oh, gut. Was hast du denn veranstaltet? Das erzähle ich dir, wenn ich hier raus bin, jo? Ja. Ich kann dich ja gleich mitnehmen, wenn ich gehe. Jo, mach mal, ey. Mach mal.
Ja, mal gucken, ob ich in 10 Monaten hier wieder rauskomme. Weil ich bezweifle es irgendwie. Jetzt stell dich nicht so an mit deinen 10 Monaten, Amigo. Ich stell mich nicht ja, an. Ja, das kriegst du schon hin, ey. Und wenn es 20 Monate werden, das ist doch ein Witz, doch ein Klacks. Wieso, wie gesagt, wie lange sitzt du? Ich weiß nicht, ob ich es wissen will. Was denn? Heute 190 und gestern 190? Was zur Hölle ist hier los, ey? Alter Schwede, als ich hier noch gearbeitet habe, gab es auch eine Maximalhaft von 120 Monaten. Ja, ein Witz ist das. Naja. Aber wenn es länger bei mir wird, dann kann ich sagen, das wird lustig. Krieg ich noch mehr Kohle. Habt ihr eure Handys noch? Als ob so einen pissigen Leitstellen-Telefon bekommen. Ich sag ja, jetzt zunächst mal, da kommt gerade jemand. Ich sag mal. Guten Tag, darf ich schon wieder gehen? Ja, gleich. Cool. Wolfi, ich sag so ein bisschen halb ja. Okay. Ich bräuchte übrigens Essen und Trinken. Ja, Hunger und du. Ja, ja. Oh. Und guck mal, ob den Zeiss Leitstellen-Telefon auch richtig aufgeladen ist. Die geben dir manchmal halbleere Dinger. Würdest mir direkt noch einen neuen Akku von dem Zeiss Kackding geben lassen. Aha, aha, aha. Ja, ja. Das lassen wir dann aber bezahlen. Was wir bezahlen? Das kann ja nichts dafür, wenn sie ihr Equipment aufladen. Jo, Tisha, aufladen. Was bist du jetzt eigentlich? Ich kann als Taker oder ein Cripman? Ich kann ja nichts dafür, wenn sie sich so lange hier einsperren lassen. Als Taker? Ja, hab ich doch gesagt, Alter. Du kommst dann einfach so doof dafür. Nee, der ist einer von den Crips. Er sagt jetzt bloß, dass Tegas aber mit euch keinen Stress hat. Aha, ganz genau. Jo, jo. Da hast du einiges von nicht mitbekommen. Also, meinst du, wir machen hier einen Knastaufstand, ja? Das weiß man ja nicht. Ja, dann musst du den schon in meine Zelle stecken. Wenn ich einen Knastaufstand machen würde, dann würde ich jetzt einfach meine Polizeikarte benutzen, hier rausgehen und, Die sie ja offensichtlich nicht dabei haben, deswegen werden sie ja durchsucht haben, oder? Links und rechts die Zelle mit noch öffnen und dann, ja, sieht das Ganze ins Lässt für sie auf einmal aus. Ja. Also. Brennt da gerade irgendwas? Es ist gemein. Wieso ist das jetzt gemein? Ja, wenn ich jetzt meine raushole, dann endet es ja nicht gut. Also ich habe nur meine Taschenlampe behalten dürfen. Ja, das ist ja auch der richtige Weg. Falls hier mal Stromausfall ist oder so. Ja, ja, richtig. Damit ich wenigstens noch nachts irgendwas finde hier. Wenn man hier schon übernachten muss. Ja, eben. Aber das ist kein Problem. Ich kann dem Kollegen ruhig da so ein List hinschmeißen, damit er sie auch findet, wenn der runterkommt. Ja, und Tisha, wie lange warst du denn eigentlich jetzt insgesamt da? Du hast auch hier übernachtet, oder? Aha. Ja, wie lange musstest du insgesamt so? Ich weiß nicht, um 3 bin ich eingewandert. Ach, sie sind das. Also meine Zelle sieht irgendwie aus, als ob hier schon jemand ausgebrochen ist. Ja, pass auf, dein Klo ist verstopft und da hat sich jemand am Ding gekratzt und hat, glaube ich, auch hingekotzt oder so, weil der besoffen war und... Ich bleib einfach hier vorne an der Tür stehen. Aber du hast die richtige beschissene Zelle erwischt, Mann. Nee. Bleib das Gewicht hat hier natürlich auch keiner. Ja, ich denke, das wollten sie selbst machen. Was ist? Ja, haben sie doch heute früh erzählt. Heute früh um 3, als wir sie hier da reingepackt haben. Da haben sie doch erzählt, sie möchten die Zelle selber putzen und das Auto von dem Kollegen. Aha. Ja, ha. Ja, Mann, ich glaube, du hast im Schlaf geredet oder so. Das kann sein, das im Schlaf geredet. Das kann irgendwie sein, Fleiß. Ah. Ja, aber schon. Hast du es vor die Zelle gelegt, hier auf dem kalten Boden? Hättest du es ruhig bei mir reinlegen können, Amigo. Das naja, hättest doch nichts getan. Ich hab mich da nicht hingelegt, ich hab da gestanden. Ah. Wir müssen ja nachts auch ab und zu mal gucken. Ja, hat er auch gesabbert so oder so? Ja, ein bisschen gewinselt hat er nebenbei und gesabbert auch, aber nichts Schlimmes. Das mag ich bis bald. Was man hier alles für Dinge erfährt. Ja, krass, ja, oder? Ja. Was denkst du, wen ich heute schon alles und gestern schon alles so gesehen habe? Wer schon drin und raus, rein und rausgelaufen ist. Ja, und dann hier unten und lernen sie ihre Freunde erst richtig kennen. Ich habe sogar einen Knastfreund bekommen. Oh, wen denn? Der ist Dennis. Dennis? Ja, der hat sogar hier seinen Seifenspenderfreund gelassen. Oh.
Ja, hier, ich glaube, die Zelle hier unten sollte man mal Kern sanieren. Oh, Herr Hauding. Sie dürfen. Jo, grüß gut. Die anderen von mir, Mann. Also, wenn du möchtest, hole ich dich raus, ist kein Problem. Ja, aber nicht mir lang. Aber grüß die anderen von mir. Ja, mach ich. Hau rein. Dann warten Sie bitte noch eine halbe Stunde, dann habe ich Feierabend. Das würde ich gerne machen. Ja, ist kein Thema. Ich warte auch eine halbe Stunde. So wie? Kein Problem. So, dann kriegen Sie oben noch Ihre Sachen wieder.